Heute sind wir mal wieder ein bisschen sportlich unterwegs, denn das ist uns tatsächlich aufgefallen. Wir haben doch in letzter Zeit sehr, sehr viele schicke Kombinationen gezeigt und waren weniger sportlich und das wollen wir jetzt heute mal ein bisschen nachholen. Denn gerade so bei diesem Übergang warm-kalt trage ich persönlich unheimlich gerne Hoodies. Und Hoodie haben wir wirklich schon lange nicht mehr erwähnt und das machen wir jetzt heute. Und zwar beginnen wir mit der Hose. Wir haben nämlich für dieses Outfit einen ganz, ganz tollen Kordstoff rausgesucht mit diesem wunderschönen Blumenaufdruck. Wir haben dieses Ockergelb, dazu diese Blumen mit so ein bisschen Petrol, mit Weiß, aber auch mit so ein bisschen Grün drin. Und natürlich eignet sich Kord immer gut auch für Kleider, für Röcke, aber halt eben auch für Hosen. Und all diejenigen, die sagen, so eine Kordhose darf ja auch mal gerne. So eine, nein, ich wollte eigentlich anders erzählen. Ich wollte eigentlich sagen, eine Buntfaltenhose kann auch mal aus Kord bestehen. So, also wir fangen nochmal von vorne an. Mitgebracht haben wir nämlich das Schnittmuster Hose Alessia von Schnittmuster Berlin. Und diese Buntfaltenhose haben wir euch bislang meistens aus einem weichen Hosenstoff präsentiert. Aber die geht natürlich genauso gut aus Kord. So, jetzt bin ich wieder drin und machen wir einfach weiter mit dem Thema. Dafür haben wir diesen Kordstoff halt rausgesucht mit dem Blumenmuster und dieser Stoff enthält 2% Elastan. Das heißt, der ist wirklich auch nur ein ganz bisschen dehnbar, was dafür gut ist, dass er schön in Form bleibt. Könntest du halt eben super für die Hose verwenden. Und weil wir ja über Hoodie sprechen, haben wir jetzt dazu den French Terry Borscht in Petrol auf die Puppe gebracht. Das passt nämlich farblich sehr, sehr gut. Aber unsere Idee geht ein bisschen weiter, nämlich zu diesem Pullover hier und das ist der Pullover, der Hoodie Emilia von Schnittmuster Berlin. Und der sieht halt schon wirklich immer toll aus, wenn man da zwei Farben mit kombiniert. Das heißt, du könntest sehr, sehr gut die Teile, die unten sind, die also an die Hose anschließen, aus diesem petrolfarbenen Sweat nähen und für den oberen Bereich, also zum Beispiel für die Ärmel oben und auch für die obere Passe, könntest du halt sehr schön die Farbe Ecru dazu kombinieren. Das gibt dem Ganzen wieder ein bisschen Frische und ja, ist halt genau, sind die zwei Farben, die auch im Hosenstoff vereint sich wiederfinden. Und das ganze Outfit passt natürlich sehr, sehr gut zu Herbsttypen. Jetzt ist im Herbst natürlich dieses Ecru-Weiß oben schon manchmal ein bisschen hell und blass, wobei es schon passt. Mein Tipp, du siehst es an meinem Pullover, deswegen habe ich den extra heute angezogen. Nimm doch einfach dein Petrol wieder für die Innenseite der Kapuze, denn dann hast du das wirklich in Gesichtsnähe und dann hast du ganz, ganz toll diese Zweifarbigkeit. Für dieses Hoodie, also für den Hoodie Emilia, gibt es bei uns im Shop auch direkt ein fertiges Materialpaket, auch in dieser Farbe Petrol und Ecru. Darin befindet sich nämlich dann unter anderem eine passende Kordel und es befindet sich ebenfalls mit drin ein Reißverschluss, ein Endlosreißverschluss, den du sehr schön mit passenden Zippern für die Taschen verwenden kannst. Und zwar ist beim Emilia tatsächlich hier einmal diese Tasche im vorderen Bereich auf Brusthöhe vorgesehen und im Schnitt ist ebenfalls noch eine zweite Tasche mit enthalten oder vorgesehen, die man auf dem Ärmel platzieren kann, wenn man es möchte. Ich habe darauf verzichtet. Ich wollte hierbei einfach meine Arme nicht noch weiter betonen. Ich fand das sehr schön mit dieser schlanken Form, aber das ist wirklich immer ganz individuell. Wir haben auf jeden Fall für zwei Taschen den Zipper und auch die Zipper- und Reißverschluss im Materialpaket enthalten. Ja, das wäre unsere heutige Outfit-Inspiration. Passend dann halt eben ne, für all diejenigen, die es ebenfalls muckelig, kuschelig mit Hoodies mögen. Und schreib uns doch einfach mal, was du überhaupt von einem sportlichen Outfit hältst und ob wir vielleicht da ja auch mal wieder ein bisschen mehr in nächster Zeit machen sollen. Also, ich höre von euch und wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Bis dahin.